Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der gemeinsame Antrag der vier Fraktionen hat ja eine Geschichte. Wir haben im Dezember das erste Mal über Cottbus geredet. Und wir haben festgestellt, dass in unterschiedlichen Anträgen Parteien, auch ihre unterschiedlichen Fraktionen, ihre unterschiedlichen Sichtweisen deutlich gemacht haben. Und wir hatten uns damals verabredet, gerade vor dem Hintergrund der Situation in Cottbus, zu versuchen und zu prüfen, ob bei aller Verschiedenheit wir nicht einen gemeinsamen Antrag als Grundstock gemeinsames politischen Agierens im Umgang mit der Situation in Cottbus und aber eben nicht nur in Cottbus tatsächlich hier konfigurieren können. Und ich bin froh darüber, dass dieser Antrag so erstellt werden konnte, in dem Wissen darum, dass unsere Ansichten, unsere Vorstellungen zum Teil unterschiedlich sind. Aber ich finde, es gibt eine große Gemeinsamkeit. Die Anwesenheit von Angst führt ja nicht nur zur Abwesenheit von Wahrheit, sondern sie führt ja auch dazu, dass es keine soziale Kommunikation mehr stattfindet, nicht mehr stattfinden kann, weil Angst als dominierendes Thema es unmöglich macht, miteinander ausgewogen zu kommunizieren. Und Frau Abgeordnete, ich bin dankbar, dass Sie diese Kurzintervention gemacht haben. Ich will auch sagen, warum. Es gibt politische Kräfte, zu denen auch die AfD gehört, die die Situation in Cottbus versucht zu nutzen und ihre Zusammenarbeit mit Pegida, ich sage mal, einen Hotspot zu schaffen, da aus politischen Auseinandersetzung des Unmöglichmachens, sage ich mal, eine Herausforderung lösen zu können, die sich aus der Systematik von Migration und Integration ergibt. Und ich finde, die zunehmende Teilnahme von Rechtsradikalen auch an diesen Demonstrationen, der Versuch, auf Jüterbock und andere Städte sozusagen auszuweisen, zeigt einfach mal deutlich, dass es richtig ist, dass Parteien, die das Interesse und das Ziel haben, eine Herausforderung zu lösen, sich zu gemeinsamen politischen Positionen hier zu verabreden. Nein. Und meine Damen und Herren, die Zwiespältigkeit, die Intensität, mit der Sie bestimmte Debatten in der Gesellschaft vorantreiben, will ich Ihnen an einem Beispiel eines Ihrer Mitglieder einmal verdeutlichen, was ich persönlich als eine Zumutung finde, dass so etwas, ich sage mal, ein bekannter Politiker der AfD in aller Öffentlichkeit äußert. Wolfgang Gedeon aus Baden-Württemberg hat geschrieben, an der Antisemitismus-Zionismus-Frage wird sich weisen, aus welchem Holz die AfD geschnitzt ist, schrieb Gedeon im vergangenen Jahr auf seiner Webseite. Er fordert von seiner Partei eine klare Distanzierung zum israelischen Zionismus. In einem seiner Bücher findet sich der Satz, wie der Islam der äußere Feind, so waren die talmudischen Ghetto-Juden der innere Feind des christlichen Abendlandes. Und ich sage Ihnen, solange solche Positionen unwidersprochen sozusagen bleiben, werden wir eine politische Auseinandersetzung zu dieser Frage führen müssen, weil wir haben ein Interesse, nicht Problemlagen kleinzulegen, nicht Herausforderungen zu negieren, sondern wir haben ein Interesse, Problemlagen zu lösen und Herausforderungen zu meistern. Insofern, meine Damen und Herren, bitte ich um Ihre Zustimmung für den vorliegenden Antrag.